Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatute, beim Clan True Warriors 2 heute. Ja, ich beginne heute mal mit R8 Action Live. Ihr seht, dass hier wieder rechts und links die Rahmen. Das deutet darauf hin, dass ich am Tablet bin. Und ich wollte heute auch mal wieder hier einen CK-Angriff live machen mit GoHawk an der Stelle. Und viel um mich rum ist ja auch schon zu hier an der Stelle. Aber wir gucken einfach mal rein, welche Bases mir ausgedacht habe. Ich habe gedacht, ich mache diese Base hier echt schwere Base, glaube ich zumindest. Und vermute hier halt immer viele Sprungfallen, Doppelbomben etc. Ich weiß noch gar nicht, wie und wo ich hier mit meinen Hawks reinkomme. Aber ich würde sagen, wir legen einfach mal los und gucken mal, wie wir hier angreifen können. Wir haben hier wieder unsere Standardtruppe, 2 Golems, 15 Hawkrider, 1 Lakaien, 13 Magier, 5 Maurecher und unsere Heilzauber im Gepäck, wie immer die Bowler. Also Kombi, falls jemand es interessiert, könnt ihr euch aufschreiben. Ist sehr, sehr nett an der Stelle. Und wir gucken mal rein, wie wir das Ganze machen können. Wir wollen also als erstes, denke ich mal, die Clanburg irgendwo locken. Was kommt da raus? Okay, da kommt ein Drache raus und so ein bisschen Kleinzeug. Okay, das Kleinzeug interessiert uns eigentlich, hätte ich fast gesagt, am meisten. Gerade der Magier, der macht böse Aua hier an der Stelle. Aber mal schauen, wir ziehen die mal noch so ein ganz kleines Stück mehr in die Ecke hier. Pass auf. So. Machen das mal so und ziehen jetzt schon unsere Golems rein. Das ist egal. So, das sieht noch ganz gut aus. Mal gucken, wo wir jetzt mit den Mauernbrechern hinziehen können. Ich denke mal, die Stelle hier ist die richtigere Stelle an der Ecke hier. Hier mit den Bowlern rein. Nochmal 2 Magier dazugezogen. Mauerbrecher gehen. Ja, sind ganz gut drin. Das Killsquad, glaube ich, ist auch ganz gut in der Base im Moment. Und wir können den King noch zünden. Erste Riesenbombe allerdings schon ausgelöst da mit dem Magier und dem Golem. Der Golem hier hinten tankt einfach so ein bisschen irgendwas. Nämlich den einen Bogenschützenturm da. Okay, das kann man so machen. Jetzt fange ich aber schon mal an, hier hinten mit meinem Lakaien so ein bisschen was zu ordnen. Und denke mal, ich gehe jetzt hier so ein bisschen surgical in diese Base hier rein. Ah, jetzt laufen die mir so ein bisschen weg hier. Mist, Mist, Mist. Ich muss hier also so reinkommen jetzt, weil die Hawks nicht mehr ganz aufeinander sind. Aber jetzt laufen sie wieder oder sie hoppeln wieder zusammen hier rum. Dann schmeißen wir mal hier vor healig, also so ein bisschen den Heil so, dass die da in jedem Fall reinreiten. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wo gehen die jetzt hin? Okay, die Masse geht da zur Kanone. Die müssen wir durchheilen hier. Ah, nee. Die müssen wir nochmal durchheilen. Oh, Mist. Scheiße. Der Heil war kacke. Aber mal sehen, das sind ja noch eine ganze Masse Hawks hier. Und mein Golem tankt jetzt auch nicht mehr. Das macht aber nichts. Wir zünden hier unten jetzt unseren King. Sonst läuft uns ein bisschen die Zeit davon. Oh, haben es gerade so geschafft. Okay. Oh Mann. Schwere Base hier. Hier unten ist noch eine Bauhütte. 50 Sekunden noch Zeit. Oh, das ist eine enge Kiste, ey. Mist. Eieiei, das kann an der Zeit scheitern. Das kann an der Zeit scheitern. 2-3 Bogies mehr. Und wir hätten vielleicht die Ecken noch mit erreicht. Mal sehen, ob wir die nicht noch schaffen. Da oben die Ecke brauchen wir nicht. Bauhütten jetzt noch. Kommt, Hawkrider. 30 Sekunden noch. 2 Bauhütten, 3 Bauhütten noch. Das packen wir nicht. Packen wir nicht. Obwohl, die gehen jetzt nochmal nach da. Und denke mal, dass die hoffentlich jetzt dann zur gegenüberliegenden... Nein, die gehen nicht zur Bauhütte. Das macht hier der blöde Bowler. Und mal sehen, ob die Hawks jetzt in 13 Sekunden das schaffen. 11. Oh, das wird eine ganz enge Kiste. Nein, das wird nichts. Das werden nur 2 Sterne, 99%. Scheiße. Scheiße. Okay. Ach, was ärgerlich. Ein blöder Bogi. Naja, ich lerne es auch nicht. Ich lerne aus meinen eigenen Folgen nicht. Und deswegen habe ich auch ganz fix umgeschaltet, denn ich bin jetzt so ein bisschen angepieselt hier. Naja, wir sind hier jetzt im Heimatdorf RH10. Ah, das ärgert mich echt mit den 99% Heilzauber verworfen. Das war eigentlich ein klarer 100er dann am Ende. Aber was willst du machen? Ja, Frage war ja eigentlich im Thumbnail, was machen wir eigentlich weiter? Gehen wir weiter Richtung Legende oder Titan 2, Titan 1 erstmal. Und was machen wir hier im Bauarbeiterdorf? Was machen wir hier eigentlich? Ja, machen wir hier Pokus? Ich meine, hier läuft alles sein normal gewohnten Gang, so will ich es mal benennen. Ich habe jetzt die Riesen erstmal auf 10 gezogen, zähle jetzt die
Mutanten hier auf, also diese Lakaien-Mutanten, auf Level 19, also jeweils immer zwei Level. Ich mache die Pärchen hier immer durch, ich tausche die also nicht wild, sondern mache eigentlich immer das, was zueinander passt. Aber ich wollte auch mal ein bisschen mit Erde angreifen. Ist aber gar nicht mal so einfach an der Stelle. Und update-mäßig gibt es natürlich auch ein bisschen zu sagen. Ich habe mittlerweile die erste Doppelkanone und auch die erste Kanone hier gelevelt. Bin jetzt dabei, den Bogenschützenturm hier, na, da ist er, zu machen und greife nach wie vor ja eigentlich mit den Drachen hier an. Ist, denke ich mal, immer noch die bessere Truppe hier, um wenigstens ein paar Prozent zu holen. Vor allen Dingen, was mich hier so richtig angöbelt, ist, der geht ja noch. Ja, der ist auf meiner Augenhöhe, hat schon nette Def hier. Die Lars hat er ein bisschen vernachlässigt. Wo ist denn die zweite eigentlich? Ah, die steht hier hinten beim Feuerer. Okay, das macht aber an der Stelle nichts. Hier gehen wir nämlich mit unseren Helden rein. Und damit der zumindest den Feuerer dort und auch den Bogenschützenturm so ein bisschen auf sich zieht. So, dann machen wir das auch mal und ziehen hier jetzt schon mal. Ja, ich muss hier einen reinziehen. Ich weiß, der wird jetzt gleich von der Luftbombe attackiert, aber das ist halt so. Da kann ich jetzt nichts dran machen. Ich könnte natürlich jetzt die Luftbombe machen, aber ich will den Bogenschützenturm hier wegmachen, damit ich hier weiter mit meinen Drachen reinkomme. Auch wenn ich sie hier rein spamme, ist das gar nicht mal so schlimm, denn manchmal macht es auch die Masse, auch wenn die nicht mehr in Wut sind. Dann, ja, wie gesagt, dann macht es einfach die Masse hier. Ihr seht das an dem Brutzler, also so dolle ist er denn doch nicht. Und ich ziehe jetzt mal hier von drei Seiten noch Drachen nach, aber einer soll ja mindestens jetzt noch schon mal aufs Rathaus gehen. Also hinten die La und den Bogenschützenturm wollte ich eigentlich nur ablenken. Und manchmal gelingt mir das ganz gut. Wir können das gleich nochmal sehen, wie eng das eigentlich auch werden kann hier im Nachtdorf. Und das sieht aber schon mal ganz gut aus. La geht noch down. Es wäre schön, wenn der Bogenschützenturm jetzt auch noch down gehen würde, weil dann ist das unsere Base hier. Jawohl. Dann ist das unsere Base hier. Super gemacht. Also die Las waren jetzt ziemlich low und dafür sind dann die 10er Drachen ziemlich stark. Ich denke mal auch ganz gut abgelenkt mit dem, mit dem Helden. Ich nenne mal Helden hier und ich denke mal, das werden an der Stelle auf jeden Fall 3 Sterne. Aber wir sehen uns im Nachgang nochmal einen an, wo das mal so richtig eng ist, denn oftmals machen meine Drachen dann am Ende diese Luftbombe und die setzt einen dann doch ganz schön zu, auch wenn sie vor allen Dingen schon auf 4, 5 ist. Also da macht die richtig Aua, muss ich sagen. Aber ich denke, den haben wir in jedem Fall gewonnen. Also zurzeit machen wir eher nur Pokale hier. Ja, mal sehen. Bei 3000 gibt es ja den Erfolg. Nette 1000 Gems, ob wir uns die nicht mal gönnen hier. Nach 3000 gibt es ja, glaube ich, nicht mehr an Lot. Ja, ich glaube, also dann, wenn er jetzt 100% macht, dann habe ich Pech. Ja, dann habe ich halt Pech. Er hat ja auch eine Kampfmaschine. Und dann ist das halt mal so. Aber ich denke mal, das wird die Kampfmaschine nicht ganz packen, selbst wenn da nicht mehr so viel Dev lebt, aber da war es das. 62% haben wir in jedem Fall gerockt hier. Und ich wollte euch aber eigentlich noch einen zeigen, der so hyper eng war. 100%, 100, 100. Hier haben wir noch so einen, der so richtig eng war mal. Also schwere Base hier, finde ich. Je nachdem, hier kannst du mit Erd und mit Luft rein. Denn Luft ist sehr verteilt hier auch in der Base. Ihr seht das am Anfang und am Ende stehen die Lars und bin hier aber auch. Ja, manchmal, wie gesagt, ich kriege die nicht immer ganz in Wut, weil ich finde hier auch an der Stelle, die Masse macht es dann, ja, weil du hast hier ja bis hier hinten hin, bis zu dem Stück, wo diese Luftbombe steht, hast du nur Einzelschaden und ja, da wird natürlich nicht jeder Drache getroffen an der Stelle. Jetzt habe ich hier unten aber schon mal 2 gesetzt. Meine Kampfmaschine ist schon down, die hat aber schön einen Bogenschützenturm getankt und in der Mitte kriege ich ja in jedem Fall jetzt die Meisterhütte. Habe jetzt aber noch 3 von den Babydrachen und komme hier jetzt erstmal rein. Ich habe erstmal gedacht, an der Stelle kommt Thorsten, machst mal ein paar Prozente. Hütte steht, über 50% hast du schon. Und jetzt guckt euch die Luftbombe an hier und die La, jawohl, die La haben wir geschafft. Und wir schaffen auch den Bogenschützenturm, denn nur der ist uns ja noch gefährdet. Und was uns eigentlich auch gefährdet, obwohl es uns gar nicht gefährdet, ist hier der Zerschmetterer, weil der hat so viele Healpoints. Da halten sich die Drachen so unheimlich lange dran auf. Und der Multimörser stört ihn sowieso gar nicht an der Stelle. Und jetzt gucken wir hier nochmal rein. Ist das knapp. Jetzt gucken wir mal, wie viel HP der letzte Drache hier gleich hat am Ende. Also da habe ich auch gestaunt, da habe ich gedacht, Thorsten, wie hast du das denn noch gemacht? Das war ja echt Glück im Unglück. Und jetzt guckt euch das an, wie viel HP der Drachen noch hat.
Das ist noch ein Millimeter Streifen. Also super gemacht hier. Und so eng sind die Kämpfe hier manchmal nicht nur von mir, sondern auch vom Gegner. Was ich an der Stelle mal sagen wollte, hier müssen wir sowieso jetzt ein bisschen, ach nee, wir brauchen gar nicht warten. Kommt Leute, wir machen hier weiter. Was ich aber mal sagen wollte, ja, entschuldigt bitte, ich kürze immer sehr, sehr gerne ab in meinen Videos. Das heißt also, ich sage sehr, sehr häufig La und Mo und Bo und weiß der Geier. Also eine La ist eine Luftabwehr an der Stelle. Und jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst vor lauter Hebeligkeit. Natürlich, meine Kampfmaschine ist nicht da. Naja, komm, den müssen wir dann halt so machen. Und deswegen entschuldigt das, ich versuche das mal auszusprechen, also Luftabwehr zu sagen und auch Kanone oder Minenwerfer, ja, also das Ganze vielleicht so ein bisschen verständlicher für euch zu machen. Aber das fällt mir manchmal nicht leicht, weil das kommt einfach so aus mir dann so ein bisschen rausgeschossen, so einfach. Sicherlich nach wie vor so ein bisschen aus meinem Rollenspielerjargon, denn dort wird sehr, sehr viel in solchen, ja, so Art Kürzeln gesprochen, wie auch immer. Und deswegen seht es mir nach, ja, ich meine, ihr braucht mir dann kein Dislike gegen, nur weil ich immer la, la, la sage, ja, la, 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 sondern stellt einfach die Frage, du Thorsten, was ist denn eine La? Dann beantworte ich das ganz brav in meinen Kommentaren und sage natürlich, eine La ist eine Luftabwehr, Entschuldigung, so heißt es eigentlich, ja, aber oftmals rutschen mir einfach die Kürzel raus, boah, auch wieder so knapp hier, mal gucken. Ah, der ist noch ganz gut, der ist noch voll im Wut jetzt. Der schafft das Lager aber auch leider nicht mehr. Oh, schon eine starke Base hier. Mal sehen, ob der mehr als 65% schafft. Ich hatte ja jetzt meinen Chefkoch nicht dabei, aber geschafft. Ja, ich meine, ihr seht es selber, ich war auch schon ein bisschen höher hier an der Stelle. Ich war nämlich schon mal über 2600 Pokale, bin dann wieder ein bisschen runtergerutscht. Ja, und im Moment mache ich einfach nur Pokale, mache so ein bisschen mein Ding hier. Jeden zweiten Tag irgendwas zu bauen, es ist ja auch sehr teuer. Mal gucken. Aber im Hauptdorf. Was machen wir im Hauptdorf? Ja, wir waren hier auch schon bei über 4200 Pokalen. Und ich habe einmal tatsächlich auch gefehlt und habe auch eine Defense gehabt hier. Die können wir uns auch mal anschauen. Das seht ihr ja von mir eher selten. Vor allen Dingen in Titan hier eine Defense gewonnen. Mal sehen, ob die noch hier drin ist. Oh, 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 die ist schon weg. Ah, nee, hier ist sie noch. Aber ich kann die Wiederholung nicht mehr schauen. Schade. Also das war meine erste Defense hier. Ah ne, doch, Defense 1. Und ich hatte aber noch eine, glaube ich. Ich gucke nochmal nach oben, Defense 1. 1-1, lost, 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 lost. Hier ist nur lost drin. Ja, ist doch nicht mehr drin. Ist leider doch nicht mehr drin, glaube ich. Weil das mal eine Defense gegen RHL war. Und eigentlich ist mir immer ganz lieb, wenn die mich hier oben ganz abfarmen. Aber mein Attack-Lock ist absolut grün. Ich hatte auch mal einen Ausreißer. Ja, seht ihr hier, minus 35. Das reißt dann so ein kleines Loch ein, aber ansonsten ist das hier eigentlich stabil. Ich zoome mal fix einen Gegner. So, nochmal ein kleiner Sprung zurück hier im Video. Ich habe die Defense doch gefunden, ihr habt es bestimmt gesehen, ich habe sie nur übersehen. Und dann gucken wir uns die auch an. Boah, habe ich total übersehen jetzt. Ich habe es jetzt nochmal gerade im Nachgang geguckt, weil ich ja ab und zu mal die Aufnahmen hier einfach anhalte, um einfach nochmal zu gucken, passt das alles vom Text her. Vom Ton her, ist das laut genug, ist das leise genug und ist das auch, passt die Erklärung vor allen Dingen auch zu dem, was ich hier eigentlich zeige. Da ist ja manchmal auch nicht ganz einfach und dann sehen wir hier einfach mal eine Dev von mir. Ich spule jetzt auch einfach mal vor. Das war nämlich meine erste Dev hier, glaube ich, in Titan oder die zweite. Also viel habe ich hier noch nicht gehabt. Und ich habe es ja eben schon gesagt, ich bin immer froh, wenn mich ein Elfer eigentlich ganz abreißt, denn dann verliere ich am wenigsten Pokale. Und komme hier aber ganz gut klar, muss ich sagen. Ihr seht das vielleicht hier oben an den äußeren Ring. Da, wo jetzt der Sprung noch sitzt. Ich habe fast alle Mauern fertig zu dem Zeitpunkt gehabt. Und war ganz geschockt. Ich habe nämlich eine Mauer vergessen. Mittendrin, nämlich hinter dem Bogenschützenturm hier, steckte noch eine Mauer. Die war noch nicht max, aber mittlerweile habe ich die Mauer hier auch nachgebaut. Das heißt, dieses ganze obere Stück hier, wir können einfach mal reingucken. Ich meine, das ist ja auch mal vielleicht ganz interessant für euch, so ein Design hier zu sehen. Und wir schauen uns mal die Walls nur an hier. Die Walls, sage ich schon wieder. Die Mauern. Okay, entschuldigt diese Kürzel oder diese englischen Sachen. Ja, aber ihr seht das hier. Ich habe jetzt diesen ganzen Ring hier fertig. Innen und auch außen, den oberen. Habe jetzt hier oben angefangen weiterzumachen. Die mache ich jetzt erstmal hier. Und
Dann gehe ich hier unten den Ring an. Also es sind nicht mehr viele. Es passt relativ gut zu meinen Forschungstagen. Also viel ist nicht mehr. 80 Tage, 88 Tage, 90 Tage oder so. Sollte eigentlich drin sein. Auch hier oben in der Titan League. Und ich würde einfach mal sagen, ich suche einen Gegner und mache einfach mal einen Angriff, oder? Wow, wir haben ihn gefunden. Ja, ist echt super. Vieles hier in dieser Liga verpeile ich auch, muss ich sagen. Denn ich habe auch gar nicht gewusst, dass es schon 2 Stunden diese Art Gnadenfrist-Schild gibt hier am Ende. Und den machen wir einfach mal. Der ist maxed out hier. Da trauen wir uns einfach mal dran. Ich muss ja auch mal ein bisschen was wagen hier. Ja, sind zwar nur 8 Pokale, aber die Ressourcen sind natürlich richtig nett hier. Und an die wollen wir ran. Deswegen gehen wir auch dem Rathaus, denke ich mal, entgegen. Ich will mal schauen, wo ich jetzt am wirklich einfachsten reinkomme. Mal gucken, wo der Golem hergeht. Okay, der geht nach da, der geht nach da. Hundertprozentig, das ist echt gut, weil dann kann ich hier schon mal so ein bisschen mit so einem Mauerbrechern vorgehen. Kann hier mit meinen Helden reinkommen. Und jetzt hauen wir hier unsere Bowler rein. Ein paar Magier dahinter. Boah, das muss hier immer echt schnell gehen. Mal sehen, meine Mauerbrecher, ja. Die gehen hier noch richtig gut. Und jetzt haben wir hier schon mal den ersten Sprung gesetzt. Ah ja, mal gucken, wo die jetzt hergehen hier. Ah ja, ja, jetzt verlieren wir schon ziemlich viel Truppen. Das ist aber noch nicht ganz so super schlimm hier. Wir setzen hier auch noch mal einen Sprung. Und jetzt hier unseren ersten Wut. Und mal gucken, ob wir nicht jetzt so ein paar Truppen hier wenigstens reinbewegen können. Hier hinten müssen wir einfach friesen. Da müssen wir frieseln. Und hier hauen wir nochmal in so einen Wut rein, dann kriegt unsere Königin vielleicht auch nochmal was. Ich glaube, mein King habe ich in jedem Fall gezündet, aber wir haben hier schon so ein paar Prozent geholt und auch ein bisschen von den Ressourcen. Ja, so geht das hier mit mir im Moment ab. Und ich denke, ich bin hier mit einer ganz guten, ja, wie soll man sagen, Farmarmee am Start, so will ich sie mal eigentlich mal nennen. Denn es ist ja nicht so wirklich so eine CK-Armee, aber es ist schon eine Armee, mit der man was machen kann. Das sehen wir hier auch. Ja, okay. Ja, okay. Ja, kann was werden. Könnte was werden. Und entschuldigt bitte, dass ich den ganz abräume. Die 8 Pokale müsst ihr mir jetzt gönnen. Denke ich mal an der Stelle. Habe ich selber nicht so gewusst. Ich wollte eigentlich nur ein paar Ressourcen abräumen hier. Aber freue mich natürlich, dass es hier 100% geworden sind. Auf den Kollegen hier in der Champions League 2. Und mit dem Bonus, seht ihr selber, kommt man hier oben ganz gut aus. Und ich kann mein Ziel so ein bisschen verfolgen. Ich sammle im Moment mein Elex so ein bisschen, weil ich mache mein Elex immer ganz voll, bevor ich überhaupt eine Mauer mache. Nicht, dass ich in den Forschungen nachstecke. Und wir schauen auch mal rein. Ich habe hier ja auch richtig fett reingefarmt. Aber mit den 3 Mille 98.000 und auch den 4 Millionen, wir holen das Zeug hier mal raus, um immer so ein bisschen safe zu sein bei der Suche und auch bei den Elex-Geschichten. Aber ich denke, das können wir uns erlauben. Wir können hier ruhig 2 Mauern machen. Wir machen hier eine mit Gold und machen hier eine mit Elex. Dann haben wir immer noch 2,7 Elex. Ja, das ist gut. Unsere Forschung läuft ja noch ein bisschen. 9 Tage 23. Da ist sicherlich noch die eine oder andere Mauer drin. Und ja, ihr seht, ich habe jetzt so ein bisschen eine etwas andere Armee nachgebaut. Muss jetzt eben mal so ein paar Bowler noch nachbauen. So, die hatte ich nämlich eben verspendet. Und baue diese Truppe einfach nochmal nach. Und ich mache einen kleinen Cut. Lass eben mal meine Helden regenerieren. Und dann machen wir hier im Hauptdorf auch noch einen zweiten Angriff. Und zwar diesmal mit einer ganz anderen Kombi. Ihr seht das hier schon. Heiler, Bowler, Helden. Also bis gleich. So, ich glaube, wir haben unseren Gegner hier gefunden. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich den mache, aber irgendwie mache ich ihn. Boah, krass. Schöne Ressourcen, ein paar Pokale. Rathaus schön mittig. Und ich will mal schauen. Ja, ich weiß echt noch nicht, wie ich in diese Base hier reinkomme, beziehungsweise wie ich die machen werde. Aber ich denke mal, wir setzen mal hier 4 Bowler, 2 Heiler. Und wir brauchen ja diesmal echt nicht viel Funnel. Deswegen machen wir das auch hier oben, ganz, ganz weit oben. Denn mal gucken, wo die hingehen. Die gehen nach da. Dann ziehen wir mal unsere Restmeute hier hin. Mit Queen dahinter, King dahinter und den Mauerbrechern an der Stelle. Komm, bleibt schön auf der Ecke hier. Ja, das machen die auch wunderbar. So, jetzt muss ich natürlich ein bisschen Volk dahinter herziehen.
und setze ich hier schon mal einen Sprung. Ja, gucken wir mal, wie die jetzt laufen hier. Oh, King muss ich jetzt schon zünden. Hier hinten friese ich mal, denn hier haue ich nochmal einen Wut rein. Ja, das wird auf jeden Fall was. Das sieht gut aus. Das lassen wir mal auslaufen. Queen können wir noch zünden. Und schauen wir mal. Ich habe so einen kleinen Tipp natürlich auch irgendwann mal gekriegt, wenn ich auf so eine Base zwei Sterne machen will, gerade hier jetzt beim Farmen oder so, dann sollte man nicht frontal gegen die Infernos laufen, sondern immer so ein bisschen im Backhand haben. Das heißt also, einer ist ein bisschen da hinten, hinter, und einer ist ein bisschen davor. Und das gelingt mir ganz gut. Ich zünde meine Queen jetzt auch noch nicht, denn der Inferno geht noch down, ja. Das schaffe ich in jedem Fall. Und auch noch ein paar Prozente, denke ich mal, wenn ich jetzt meine Queen hier nämlich zünde. Die geht zwar aufs Lager, wie immer, aber egal. Luftabwehr noch. Mal sehen, ob es noch ein Prozent wird. Komm, die 2% machen wir noch. Ah, machen wir nicht mehr. Schade. Mist. Ja, ich hätte auch mal die Helden giften können, aber egal. 68% ist ja noch ein bisschen was bei übergeblieben. Aber so geht das hier auch mit so einer Armee hier. Ich wollte mir erst einen Elfer nehmen, denn dort haben wir genau die gleiche Situation eigentlich an den Elfern, dass ich, wenn ich zwei Sterne machen will, gehe ich so ein bisschen hinterm Rathaus rein und muss den jetzt mal eben wegmachen, trainiere die gleich nach. Und ja, dann schafft man irgendwo die zwei Sterne, aber an der Stelle hier ganz am Ende will ich nicht vergessen, dass ich in diesem CK, in dem nächsten, nämlich nicht dabei bin. Liegt einfach daran, wir haben hier 43 Leute, und nee, 41 sind nur noch, zwei muss man leider rauswerfen. Ja, keine CK-Angriffe oder wenig Aktivität hier im Clan bedeutet leider auch hier ein Rauswurf. Aber trotzdem, 41 Leute spielen hier CK, beziehungsweise sind hier im Clan. Und was ist geworden? Ein 10 gegen 10, ja. Also es wird immer schwächer hier. Echt traurig, Leute. Trotzdem möchte ich nicht vergessen, dass wir hier eine neue Legende im Clan haben. Herzlichen Glückwunsch nochmal an den Hocke. Hocke ist Legende. Wunderbar. Hat sich richtig schön durchgekämpft die letzten Wochen. Und nochmal Glückwunsch an der Stelle. Und auch nochmal Glückwunsch an den Clan. Denn ohne, man muss sagen, ohne Pokaljagd sind wir, ich gucke mal, wo wir in DE jetzt im Moment stecken. Na, ich muss mal gerade ein bisschen schneller spulen. So, mein Tablet kommt gar nicht mit so schnell, wie der Finger hier darüber rast. Mal schauen, wo wir stehen, weil wir waren gestern so unter den ersten 200 circa. Mal gucken, wo wir jetzt rumlümmeln hier. Da wir einen hohen entlassen mussten, einen aus der Legende, da sind wir sicherlich jetzt wieder ein bisschen runtergerutscht. Ah, nee, wir sind immer noch dabei. 196. Ja, super. Also, sind gut dabei. Und ich hoffe, die Folge hier von mir aus meinen beiden Tag- und Nachtdörfern. Ja, ich weiß immer noch nicht, wo die Reise hingeht. 3000 Pokale im Nachtdorf oder Richtung Legende. Mal schauen. Ich hoffe, wir sehen uns am Samstag im Stream. Ich plane wieder einen Stream aus zwei Live-CKs. Also da könnt ihr sicherlich gespannt sein. Ich freue mich auch. Ist eine kleine Herausforderung für mich, weil ich sicherlich viel umschalte. Tablet, PC, Talk mit euch, Kämpfen, Live-Clashen. Also alles, was das Herz begehrt. Und bis dahin. Euer Toto, Flasht.